Hey, ich brauch so eine Säge, die sieht geil aus. Ja. Und so ein Bart brauchst du aber auch. Wir sägen so lange, Den bis hast du er ja Akku alle schon. ist. Ja, klar. Was war mit der Solarsäge? Cool, mein. Hallo? Ich wundere, wenn es gerade momentan nicht weitergeht. Ich bin gerade noch. Ich stehe zu meinem Wort. Und zwei Auch wenn es Parts. Dann ein bisschen blöd für mich rausläuft. Ich kriege diese Fahrstuhlmusik nicht mehr aus dem Kopf. Die ist eingemeistert jetzt. Du brauchst eine andere. Ja, und weiter? Flodikaradi. Gott, das kann. Russland ist ein schönes Land. Ja. René, was hast du vor? Nix. René verkuppelt gerne. Tja, das merke ich. Also Anna, ich muss sagen, also der Daniel ist eigentlich ein ganz lieber Bursche. Der redet gerne. René, hört man dich wieder im Stream? Ja. Feed me! Füttere mich! Anna, wie alt bist denn du eigentlich? Was jetzt hier Singlebörse oder was? In der letzten Live-Show. Das hat aber Anna schon, das hat Anna schon vorhin festgestellt, dass das hier langsam auf E-Darling rausläuft. Elite-Partner mit Niveau, das haben wir nicht. Halb Münchner, halb Rumäne bin ich. Ja, ich sauf Blut wie die Rumänen. Und ich sauf wie die Rumänen. Nee. Das ist doch perfektes Alter für dich, Daniel. I can smell you! Ich kann nicht riechen, ich hab Hunger! Hey, du kannst mich nicht riechen, ja? Ich hab geduscht gerade, also vorhin. I can smell you! Ja. Davor hättest du mich, glaube ich, bis zum Konsumer gerochen. Du meinst, diese Alkoholfahne, die vorhin durch Frankfurt gezogen ist, kam von dir? Das habe ich nicht gesagt, aber ich mache mir jetzt ein Bier auf. Okay. Also jetzt noch nicht, aber später dann. So, willkommen zur Let's Play Live Show und zum 24-Stunden-Marathon-Stream. Wir sind auf dem Weg zum großen Finale. Ja, man merkt es schon an, ich habe schon ein paar Stündchen hinter mir. Jo, das ist... Und nicht so wie andere Streams, die einfach mal hinschreiben 24 ehrlich, Stunden und dann um ja, 10 Minuten später schon wieder offline sind. Nein, ich auf hinter oben gerade steht 3 Stunden. Ja, ich habe schon weit als über die Hälfte durch mit dem Thema. Vielleicht werde ich ja heute mal Order City anschmeißen und die ersten paar Hörbücher aufnehmen. Hallo. Ne, E-Darling ist eine Dating-Seite, Consumer. E-Darling für E-Darling, das sind die, die immer von den Simpsons kommen. E-Darling präsentiert Ihnen die nachfolgende Sendung. Für Partners und Singles mit Niveau. Aber habe ich nicht. Niveau schon. Ja. Ich hoffe ja, man hört mein Rülpsen mit geschlossenem Mund nicht im Stream. Doch, das hören wir. Das brummt in den Ohren. Das war die Cola. Also, Anna, den Daniel kannst du auch sehr gut erziehen. Also, er ist da die Butter. Ja, ich bin recht formbar. Von der Masse her auch. Gib ihm ein Leckerli und er ist zufrieden.
da passt jetzt Malibu mit Orangensaft und Gummibärchen drin. So, weiter geht's. Da passt jetzt diese Fahrstuhlmucke total. Unser nächster Kandidat, Daniel, Herr Bananenbrot. Sehr formbar, sehr, sehr lernbereit. Gib ihm ein Leckerli und er ist zufrieden. Gib den einem Leckerli und er ist zufrieden. Zufrieden. Ja. Ja, Malibu ist total geil. Mit Orangensaft, mit Kirschsaft schmeckt das auch total gut. Oh. Hauptsache sind deine Gummibärchen drin. Das habe ich mal gemacht, als wir in der Party waren. Gummibärchen. Sozusagen als Belohnung fürs Austrinken. Unten waren Gummibärchen und da bin ich natürlich nur rangekommen, wenn ich den ganzen Scheiß ausgetrunken habe. Gummibärchen. Malibu schmeckt mit allem. Malibu kannst du auch pur trinken. Malibu kannst. Was habe ich denn da stehen? 43, Tequila und den Wein. Den Wein hebe ich aber ja für Anna auf, genau. Hey, ich bin immer für einen Rotwein zu haben, ja. Den hebe ich aber für Anna auf. Das ist ja, 4,5 Stunden habe ich geschafft, ja. Er muss noch 28 Stunden 48 Livestream. Ja, eine Stunden Livestream, ja, natürlich, genau. Ja. Klar. Weißt, du musst den Nightbot so umprogrammieren, dass er auf meinen YouTube-Channel verweist. Ja, genau. Sascha, meine Freundin hat gerade gesagt, du siehst aus wie einer der Zombies aus Resident Evil jetzt. Und so anhören tut er sich mittlerweile auch, okay. 40 Stunden Livestream! Aber der, aber dass Frank wirklich mit Gisela rumgemacht hat, also ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt, bin ich. Du hast das Game schon mal gezockt, das weißt du. Dass Frank mit Gisela rumgemacht hat. Oh, kommenden Freitag, 48 Stunden Livestream. Ja, Lexchen. Montag beginnt Lexchen, die Bete-Woche. Lexchen, da hast du recht, da beginnt die beste Woche. Ich habe Geburtstag, ich krieg mein Tattoo und ich fahre zu René und besauf mich hemmungslos. Wollen wir das streamen, das Ganze? Ja, Doktor wird offenbar mir auf dem Sofa sitzen. Ja, da bin ich aber gespannt. Hey. Anna, du kannst gerne einschalten, dann wird das ein lustiger Stream. So. Ja, dann machen wir das Jägermeisterlied an. Die Jägermeister. Naja, bei unserem Stream, wenn René und ich auf der Couch sitzen mit zwei Flaschen Malibu, jeder in einer Hand. Gut, mit dem Malibu, ich hoffe, was Vernünftiges. Mit dem Tequila. Darf ich mir den Hut aufsetzen? In so einem Renner. Your favorite Diet Park? Don't like Monday, tell me why I don't like Monday. Oh, sure. The whole thing down. Monday, you bastard. It's Monday, you bastard. You bastard. Down the drain. Bastard. Down the drain, down the drain, down the drain, down the drain. Down the drain. Was macht denn da? Deine Rassel aufziehen? Don't be afraid. Ach ja, sorry, ich habe ein Teppichmesser hier liegen, sorry. Okay. Ich kann auch wieder hier so anfangen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Fuck. Oh, komm. Auf Twitch heiße ich auch Herr Bananenbrot. Aber wie gesagt, noch keinen Kanal. Don't like him. Daniel, ich glaube, das wird nicht gut, wenn du einen eigenen Kanal machst. Das wird nicht gut. Naja, ich habe ja schon ein paar Mal gestreamt über die PlayStation. Ja, mach mal, für Leute kennengelernt. Hey,
Ey, das kann ich aber auch mal wieder machen, streamen, weißt du? Dann streame ich Little Big Planet, Monopoly. Ja, du Monopoly, ja. Da heiße ich auch Herr Bananenbrot, aber genauso geschrieben, weil ich, das ist ja über die PlayStation, von daher. Auch mit dem Unterstrich, also Herr Unterstrich Bananenbrot heiße ich, Anna. Wie gesagt, Daniel ist Single, wohnt in der Nähe von München. Und so hässlich ist er gar nicht. So hässlich bin ich gar nicht. Ich darf das sagen, ich bin Daniels Bruder, mehr oder weniger. Bananenbrot, ich liebe Bananenbrot, ja. Sagen wir es so, ich habe mir den Namen ausgesucht, weil ich gerne backe. Mehr nicht. Das ist gut, also wenn du kommst, sagst du, was du brauchst, und dann backst du hier ein bisschen. Ich esse gerne Kuchen. Nee, ich habe doch gesagt, bei euch mache ich nur so Schokolade. Oh ja. Aber die ganze Badewanne voll, bitte. Ja, die ganze Badewanne. Da brauche ich aber mehr als 4 Tafeln Schokolade. Das kann ich dir sagen. Anna, aus welcher Region von Deutschland kommst du? Du findest mich nicht. Ach Gott. Dann nicht auf Kanäle, sondern auf Personen, auf Leute. People. Böses Bananenbrötchen, ja. Ich habe Sascha ja bei The Crew schon so aufgeregt. Als ich nicht aufgehört habe, ihn anzuhupen. Ich bin auf einem Test, bin ich mittlerweile Weltrekordhalter. Weißt du, kommst du denn hier in Frankfurt? Wo denn? Da komme ich am Wochenende hin. Ich bin in Hanau. Und Daniel ist am Wochenende bei mir. Also wäre da doch die Möglichkeit zu treffen. Ja, willkommen zur Partnervermittlung in der Let's Play Live Show. Am Main oder Frankfurt an der Oder. Hey Sascha, ich kann nichts dafür. Bitte töte mich nicht. Taunus oder Kinzig? Keine Werbung. Wir machen noch keine Werbung. Was? Resident Evil, Outlast haben was. Nein! Oh! Haben was gemeinsam. Türen über Türen, ja. Fuck. Ja, aber Türen sind so in Horrorspielen eigentlich ein grundlegendes Element. Du hast nie eine Ahnung, was dahinter ist. Und kackst dich ein. So. Ja, Hesse, wir sind die Beste. Here comes the brand. When I was so poor, my mother didn't tell to me. Lexi fragt sich auch, was hier los ist. Wir versuchen Daniel als das Bananenbrot zu verkuppeln. Aber nicht bei mir. Aber nicht bei mir. Ey, ich mache einen eigenen Stream dafür, weißt du? Der Kuppelstream mit Banana Bread. Eine Neuauflage von Herzblatt. Türen sind satanistische. Was? Satan-Viecher. Oder Objekte. Ich weiß. Hier bei mir auch. Ey, ganz ehrlich, Anna, nicht ausschalten. Wenn Sascha heute aufhört, fange ich an zu streamen.
Ja, die nächsten 24 Stunden mache ich genau. Bitte keine Werbung schreiben, weil sonst, ja, weil sonst, ehrlich, sonst schalte ich auch die Party gleich aus, weil das wird mir jetzt ein bisschen zu bunt, bin ich ganz ehrlich. Ja. Na? Jo. Wir sind schon still. Ich versuche eh gerade, mich auf dein Spiel zu konzentrieren. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe zum Thema Schimmel und sowas? Ich will es nicht hören. Ich habe hier gerade eine Flasche Apfelsaft entdeckt und ich weiß nicht, wie lange die schon da steht. Real Dude. Das macht mir gerade Sorgen. Ich spiele jetzt Tic-Tac-Toe gegen mich selber. Scheiße, ich hab. Und wenn ich verliere, muss ich was trinken. Scheiße, fuck, ich hab keine. Ach, Batterie liegt am Radio, ne? When I was a boy, my mother don't sing to me. Na, hier liegt noch eine. When I was a boy, Ich bin gleich wieder da, ich bring mal den Apfelsaft weg. Ja. Ja, tu mal den Apfelsaft weg. Darling, Darling. Ah, der geilste Gegner ever im DLC. Und der Soundtrack ist Bombe. When I was a boy, my mother. Ja, jetzt. Muss mal genau hinhören. Jetzt wird's interessant. Vor allem, wenn er anfängt zu singen. You have to be lonely. Achtung, jetzt gleich kommt's. Sing to me, get married. Als ich noch ein Kind war, sagte meine Mutter, mal heirate Junge. Lalala. Das ist so geil. So cool gemacht. So. Puh. Wow. Huch. Darling. I want you, aber nicht jetzt. Mach's gut. Ciao. Bam. Prost zusammen. Prost. Da bin ich wieder. Gleich kommen die fiesen Szenen. Oh ja. Ich muss mal gerade kurz gucken, wo mein Gameboy ist, damit ich Pokémon spielen kann. Hey, hallo. Besser als Funpark. Ich muss mein Sumpex hochleveln. Ja, ich würde lieber sterben, als wie mit dir zusammen zu sein. Dann die. Hast du? Machen weiter. Guten Morgen, Ski.
Oh, guten Morgen, ist auch gut. Guten Morgen ist die Zeit, wo man aufwacht. Egal wann man aufwacht. Und Frühstück ist das erste Essen, nachdem man aufgewacht ist. Egal wann man aufwacht. Das stimmt, das stimmt. Darling. Frühstück ist das erste Essen am Tag, scheißegal, wenn es um 8 Uhr abends ist. Mein Kumpel hat schon mal geschafft, 24 Stunden durchschlafen. Wacht da auf, oh, Tagesschau angucken und dann wieder weiter pennen. Morgen? Mittag? Here we go. Abends? Greetings from Green Greece. Nice Greeks to Greece. Nachmittag, Vorabend, jawohl. Schon wieder 40 Zuschauer. Hallöchen und willkommen von der Trailer schon zum 24-Stunden-Stream. Ja, Finale. Ich bin heute auf meiner Tastatur aufgewacht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier am besten an der Backe noch so die Buchstaben, wie ASD oder so. So, Werbung. La 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 la. Genau, jetzt meine Tastatur auf der Backe, ja, wie ich schon sagte. Was ist uns da? Ich schau mal eben. Apropos, da fällt mir ein, ich könnte eigentlich wie das. Ja, einen Moment, ich mache den Stream auf dem Handy an und spiele Skyrim. Wunder Skyrim. Ja, Skyrim, hey, ich bin lebendes Skyrim-Lexikon. Da bekommt wer Nachrichten? Ich glaube ich nicht. Die ersten 4 Videos auf meinem Kanal werde ich über Skyrim referieren. Oh. Sorry, was haben. Darling, love isn't for everybody. Krass, dachte nicht, dass du durchhältst. Ja. Das ist aber auch schon eine Leistung, dass du es durchhältst, von daher. Eddie Glaskin. Das ist Eddie Glaskin, unser Meister Eder. Wer entwickelt denn, wer programmiert denn bitte sowas? Das ist doch. Okay. Nicht ohne Kaffee-Ski, der hat literweise gesoffen. Oh, literweise, ich habe gerade mal 4 Tassen getrunken, Kaffee. Ja, ich übertreibe ein bisschen. Und wir sind gerade am Essen. Du isst, dann mach Ding aus. Habe ich mir gruseliger vorgestellt, aber. Wie viele Jahre ist Outlast? Wie alt Outlast? Outlast ist, wie alt ist Outlast? Warte mal, 2000, wann kam es raus? 13? 2012? 12, 12, 13 kam es, glaube ich, raus auf dem PC. Und 14 kam es dann ja auf die Konsolen. Genau aus diesem Grund habe ich mir die PlayStation gekauft wegen Outlast. Here and here, and here and here, Volger.
to welcome my seed. Nein, 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 nein. Ab 18 ist so, das Spiel. Outlast ist 18, ja. Alter, der Szene läuft so gemein. Das ist, das ist so ein bisschen lecker. Es erinnert mich gerade ganz stark an Mortal Kombat Fatality. Puh. So, auf geht's. Wenn ich mich da recht erinnere. Kung Lao hat doch so einen Move. Ich liebe diesen Soundtrack. Hui. Naja, bis Ananas, bis du das dann spielen kannst, ist Outlast 2 auch schon draußen. Da kannst du ja beide gleich hintereinander zocken. Von daher hat auch sein Gutes. Du hättest so schön sein können, aber nicht heute, aber nicht heute. Jetzt kommt gleich wieder. When I was a boy, my mother old sing to get married. Das ist so geil. Ja, ja, die Schnauze da oben. So. Achtung, gleich kommt, fängt er wieder an zu singen. Ja, ich muss mir erst die Batterie holen. Moment. Liegt eine Batterie drin? Ich frage mich die ganze Zeit, ob das Spiel ist bei dir oder ob sich bei mir unten auf der Straße zwei Typen prügeln. Guck mal, von der Straße weißt du's. So. Ja. Hier in dem Kaff ist doch nie was los. Da prügelt sich keiner. Achtung, jetzt fängt er wieder an zu singen. When I was a boy, der Fisch im Wasser zum Schnacksen. Achtung. Jetzt. Ja, so gut, du spielst dann zum Schnacksen. Say do, get married, son is equal. How happy do you be? Flexi, war schon mal im OP? Ja, ich war schon. Ich war schon oft im OP. Sehr oft war ich im OP. Sehr, sehr oft. Da keine guten Erinnerungen, das war nicht sehr schön.